Heute mein Gast Marvin Ahlberg. Willkommen, Marvin. Vielen Dank für die Einladung. Hi, freut mich da zu sein. Ich glaube, es ist besser, wenn du dich kurz vorstellst, weil du kennst dich selbst am besten. Ja, okay, wo fange ich da an? Tatsächlich ist es ja so, dass Menschen mich aus unterschiedlichen Kategorien kennenlernen. Der gröbste Einstieg ist aber meistens über meinen damaligen YouTube-Kanal. Damit habe ich angefangen, mich also mit meinem Hauptkanal, der heißt Multi, im Gebiet der Grenzwissenschaft und des Paranormalen sehr viel damit beschäftigt und dann langsam gemerkt, okay, das Ganze ist zwar mysteriös, aber manchmal steckt da auch mehr dahinter. Und so kam ich dann langsam von den eher dunkleren Themen auch zu den helleren Themen und zu den Bewusstseinsthemen vor allem. Und da kennt man mich dann meistens von dem Projekt Neobeats. Das ist das, was wir momentan sehr aktiv nach außen in die Welt tragen. Da geht es also darum, wie man mit Frequenzen sein Bewusstsein verändern kann und wie man zu seiner Stärke zurückfindet. Und ja, das sind eigentlich immer die zwei Parallelen in meinem Leben gewesen. Einerseits so dieses psychologische Hinterfragen, was passierte eigentlich? Und andererseits die Musik und die Frequenzen, die Informationen und natürlich die Wechselwirkung zwischen beiden. Du hast das jetzt gerade schön mit den Neobeats direkt angesprochen. Ich kenne mich in der Thematik aus, ich weiß aber, dass viele unserer Zuschauer davon überhaupt nichts wissen. Magst du mal kurz beschreiben, was sind binaurale Beats und wie wirken sie? Ja, gerne. Also binaurale Beats sind grundsätzlich auditive Frequenzen, Frequenzen, die man also über seinen Hörkanal sozusagen reinbekommt. Das sind äußere Taktgeber. Es ist wie wenn du in der Disco bist und du hörst einen Techno-Beat, dann bist du relativ schnell aktiviert, könnte man sagen. Oder wenn du in die ganz alten Stämme zurückgehst und hast schamanische Rituale, auch da gibt es natürlich Trommeln, die dich in Trance-Wirkungen zum Beispiel induzieren können. Und das ganze Prinzip haben wir sozusagen in die Neuzeit mitgenommen, ins digitale Zeitalter und haben diese Beats sozusagen als Dateien zur Verfügung gestellt. Und es ist so, dass das Gehirn in Hertz gemessen werden kann. Hertz ist sozusagen die Schwingzahl, die wir haben, also wie schnell unsere Gehirnwellen arbeiten. Und da ist es so, von der Messung her, zumindest von der Wissenschaft, was die sagt, gibt es einen Bereich zwischen 0 und 40 Hertz und dieser wiederum lässt sich dann variabel verändern. Das Ganze funktioniert innerhalb von 5 bis 7 Minuten und dadurch lassen sich dann die verschiedenen Bewusstseinszustände verändern, weil sich diese Herzzahl mit verändert. Und dadurch kannst du technisch gesehen eben diese Veränderung induzieren, die man natürlich auch durch meditative Praxis auch haben könnte. Aber es ist ja ein Stück weit automatisiert, würde ich sagen. Ja, und es ist ja so, dass bei den binauralen Beats, da kenne ich mich halt ein bisschen mit aus, dass dort auf jeweils einem Ohr eine unterschiedliche Frequenz erzeugt wird und im Kopf wird dann diese Differenzfrequenz erzeugt und die sorgt dann dafür, dass wir in diesen Zustand kommen. Ich habe ja auch schon einiges an Webinaren mitgemacht, auch bei dir. Und daher bin ich da eigentlich ganz gut im Thema. Aber das ist ja noch nicht alles. Das Thema ist ja viel, viel breiter und viel, viel vielschichtiger, um es mal so zu sagen. Ja, total. Weil ich nutze die binauralen Beats jetzt ungefähr ein Dreivierteljahr, also wirklich jeden Tag. Mhm. Und es ist für mich total angenehm, mich mittags aufs Bett zu legen, eine halbe Stunde binaurale Beats zu hören und dann aufzustehen und richtig frisch zu sein. Es ist wie eine Energie da. Ja. Und das ist ja gerade der Bereich, den ich in der Hinsicht sehr, sehr wichtig finde. Ne? Mhm. Wieder zu sich zu kommen, in seine Mitte zu finden, in seine Ruhe zu kommen und wieder Kraft zu tanken. Ja, genau. Und diesen Prozess, den können wir endlich greifbar machen. Wie so ein Werkzeug, was jeder in seiner Werkzeugkiste dabei hat und kann immer darauf zugreifen. Das war so das Konzept oder die Vision dahinter. Mhm. Die binauralen Beats, die du gerade angesprochen hast, das war so der Einstieg in diese ganze Frequenzthematik. Man hat da vor ungefähr 200 Jahren entdeckt, dass man eben durch diesen äußeren Taktgeber und durch die Differenz der verschiedenen Frequenztöne, zum Beispiel auf der linken Seite hast du 440 Hertz, auf der rechten Seite 430 Hertz, die Differenz wird dann im Gehirn erzeugt. Mhm. Und deswegen sagt man ja auch binaural, wegen zwei Tönen. Mhm. Und diese 10 Hertz wiederum, die befindet sich dann im Alpha-Zustand, wenn man dann noch weitergehen möchte. Und das wiederum induziert diese Entspannung. So, und das war so das Ausgangsstadium. Das funktioniert auch super, ist auch wissenschaftlich natürlich fundiert. Das wurde vor allem im letzten Jahrhundert von Robert Monroe sehr, sehr stark erforscht. Er hat das Robert Monroe-Institut gegründet und dort wurden sozusagen Astralreisen, aber auch andere Bewusstseinsphänomene induziert durch diese binauralen Beats. Und Robert Monroe an sich war eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Ich kann da nur empfehlen, mal ins Internet zu gehen. Ich glaube, seine ganz alten Werke sind mittlerweile copyright-free. Die kann man sich also auch im Internet durchlesen. Und ja, interessant, was der Mann natürlich erlebt hat.
in seinen Astralreisen und noch schöner, dass andere Menschen auch das, was er erlebt hat, nachempfinden konnten, durch diese Technik sozusagen. Und das war so das Ausgangsstadium dieser ganzen Frequenztechnologie. Das hat dann in Amerika einen ganz großen Anklang gefunden. Dann wurden die sogenannten Mind Machines entwickelt. Das waren futuristisch anmutende Brillengläser, die man sich aufgezogen hat, die sozusagen mit Licht und mit Klang dein Bewusstsein verändert haben. Denn diese Frequenzen kann man natürlich auch als Licht haben. Ja. Und Licht ist immer eine Frequenz. Das heißt, wir sind eigentlich auch permanent Frequenzen ausgesetzt. Ja, das Ganze hat dann einen großen Anklang gefunden, ist dann aber abgeebbt, weil die Technologie damals natürlich noch nicht weit genug war. Mhm. Vor 30, 40 Jahren kamen ja so langsam erst die PCs, die Handys wurden immer moderner, die Rechenleistung ging nach oben. Und ja, die Audiotechnologie war damals auch noch nicht das, was sie natürlich heute ist. Mhm. Dementsprechend hat das damals stagniert, ist dann in Amerika von einigen Unternehmen vorangetragen worden, aber in Deutschland ausgestorben, meiner Meinung nach. Also da ist nicht mehr viel zu holen gewesen. Ja. Und dementsprechend haben wir mit Neobeats natürlich versucht, auch daher der Wortlaut Beats, was wir von den binauralen Beats kennen, und Neo für neu, das ganze Alte wieder in die neue Zeit zu bringen. Und dadurch haben wir dann auch Frequenztechnologien entdeckt, die in der Zwischenzeit entstanden sind, die man früher noch gar nicht kannte. Die gibt es zum Beispiel, um jetzt nicht zu technisch zu werden, aber da gibt es die isochronen Töne. Das sind wiederum Frequenzen, die man auch ohne Kopfhörer nutzen kann, also über Lautsprecher. Mhm. Die sind total unbekannt, die sind aber teilweise, wenn man sich die Messungen anschaut, bei einem EEG sogar noch wirkungsvoller. Mhm. Da ist es so, wenn man jetzt, sagen wir mal, diese 10-Hertz-Frequenz, die hatten wir eben angesprochen, mit 440, 430 und der Differenz, dann hast du da zwei Töne, die durchlaufen. Und dadurch wird die Differenz erzeugt. Bei einem isochronen Ton hast du wie so ein Hämmern. Mhm. Du hast nämlich 10 Taktschläge pro Sekunde in dem Fall. Mhm. Also ein richtig schnelles Hämmern. Das fällt dann auch vielen Menschen beim Zuhören auf, dass da irgendwie, ja, da ist doch im Hintergrund was, ist das ein Audiofehler? Ja. Nee, das ist die Frequenz mit der Wirkung. Mhm. Und genau, das funktioniert dann zum Beispiel auch. Dann ist man mehr in die Therapie gegangen und hat bilaterale Musik entdeckt, was wiederum sozusagen Emotionen verändern kann. Und. Also es ist eine ganz breite Palette, die wir dann unter dem Namen Neobeats zusammenbringen wollten und haben. Es fängt ja im Grunde schon damit an, dass wir heute den Kammerton A auf 440 Hertz haben. Und früher, vor der NS-Zeit, lag er aber bei 432. Und 432 ist viel harmonischer. Das ist viel angenehmer für das Gehör. Ich habe auch meine kompletten Musiken in meiner Sendung, sind alle auf 432 Hertz konvertiert. Und da weiß ich halt durch Dr. Hammer und die germanische Heilkunde, dass diese 432 Hertz heilsam sind. Und er hat damals das mit seinem Studentenmädchen, das Lied gesungen. Und das wurde auf 432 Hertz wurde das aufgenommen. Und ich spüre das jedes Mal. Ich habe etliche Musiken bei mir direkt umkonvertiert auf 432 und es hört sich angenehmer an. Das ist also sofort eine größere Harmonie in dieser Musik, in diesen Klängen. Mhm. Und da kann man schon unwahrscheinlich viel für sich selber machen, indem man einfach mal sich hinsetzt und seine normalen 440 Hertz MP3s einfach mal auf 432 umformatiert. Das ist ganz einfach per Audacity möglich. Und plötzlich merkt man, wie angenehm, nur diese kleine Frequenzveränderung, wie angenehm das fürs Ohr schon ist. Ne? Das ist ganz, ganz wenig Einfluss, ja. Ja, total. Und Hammer wird ja leider auch immer durch den Dreck gezogen, heutzutage zumindest, obwohl da sehr, sehr viel auch altes Wissen drinsteckt. Ja. Und er war da einer der Vorreiter, der es in Deutschland oder zumindest in unserer Region vorangetragen hatte. Aber klar, jeder soll mal gerne den Test machen, nicht unbedingt bei YouTube, weil YouTube formatiert dann wiederum das Audio hinterher. Ja. Das heißt, es gibt da ganz viele Videos auf YouTube, wo mit dieser 432 Hertz Frequenz dann gearbeitet wird, aber man weiß nie, was YouTube dann hinterher macht. Also wie du sagst, lieber mit Audacity das Ganze konvertieren oder sich herunterladen und wirklich mal den Test machen. Und darum geht es ja eigentlich. Man muss nicht immer alles wissenschaftlich erklären können. Gerade in diesem Gebiet der Frequenzen, da ist man limitiert auf 0 bis 40 Hertz, weil man weiß, das Gehirn schwingt auf diesen Feldern. Ja. So, dann kamen aber auf einmal auch die Gamma-Frequenzen dazu, die bis 150 Hertz und darüber hinaus gehen. Und die werden auch teilweise gemessen. Man weiß aber nicht, was sie tun. Man weiß nur, wenn man meditiert zum Beispiel und in einen bestimmten Zustand hineinfällt, dann werden auf einmal ganz, ganz viele Gamma-Wellen produziert. Mhm. Was die aber damit zu tun haben, weiß man nicht. Man sagt einfach nur, es hat mit Transzendenz und Erleuchtung in diesen Dingen zu tun. Ja, aber die Selbsterfahrung natürlich aus subjektiver Sicht kann dann noch viel, viel mehr bringen. Und das ist eigentlich auch mein Appell. Also
Frequenzen sind nebenwirkungsfrei. Wir sind sowieso Frequenzen permanent ausgesetzt, positiven wie auch negativen. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ja, es umgibt uns sowieso die ganze Zeit. Im Grunde ist alles Frequenz. Ja. Ja, alles, ob Licht, ob Ton, ob Glimm, selbst Materie ist irgendwo eine Frequenz mit halt einer sehr, sehr niedrigen Schwingung, damit sie überhaupt sich manifestieren kann. Ne? Ja, genau. Ich finde das Thema Frequenzen sowieso sehr, sehr spannend, weil man damit so auch anderweitig so viel machen kann. Nicht nur jetzt, um in andere Bewusstseinszustände kommen, sondern einfach nur um eine schönere Harmonie in einem Raum hinzukriegen, ja. Wenn man schöne Hintergrundmusik hat, sie einfach laufen lässt, hat das ja schon Einfluss auf uns. Frequenzen haben immer Einfluss auf uns. Und das war gestern nämlich auch der Bogen, den ich mit dem Dieter geschlagen habe, weil Dieter kennt dich ja auch. Und da haben wir nämlich wieder den Barden, der das ja genauso macht, der mit seinem Gesang und seiner Musik Einfluss auf die Menschen nimmt und mit seinen Texten halt so den Menschen Möglichkeiten gibt, in die Tiefe gehen zu können. Mhm. Und da hatten wir sofort die Brücke dazu. Und das finde ich so schön, dass das jetzt, in der Zukunft wieder mehr zum Tragen kommt. Dass wir Menschen es endlich anfassen, das zu nutzen und nicht mehr an dem alten festgefahrenen Kram uns festzuhalten, sondern einfach nach vorne gucken, was gibt's Neues, was können wir machen. Und die ersten binauralen Beats wurden ja von dem, die Wirkungsweise von dem Physiker Dove war ja ein Deutscher, der hat das ja schon 1800 und noch was entdeckt. Und wenn man überlegt, wie lange das Wissen schon da ist und wie viel davon genutzt wird, fragt man sich, warum benutzen wir das nicht mehr? Genau, genau, richtig. Ich glaube, die Theorien sind in den meisten Fällen schon ganz, ganz lange in der Vergangenheit gelegt worden. Mhm. Bloß heutzutage haben wir teilweise erst die Techniken, um damit wirklich zu arbeiten und das auch den meisten Menschen zur Verfügung zu stellen. Also vor YouTube hätte ich niemals so viele Menschen erreichen können, die überhaupt die Möglichkeit hätten, das auszutesten, zu experimentieren, mir dann das Feedback zu geben. Damit können wir dann wiederum in unserem Soundlabor arbeiten, können auf das Feedback eingehen, können selbst Forschungen machen, erst durch das EEG. Wissen wir, okay, was ist da überhaupt in diesen Gehirnwellenzuständen? Und wenn man da drauf schaut, dann ist das ziemlich kritisch. Also wenn man sich die westliche Kultur anschaut und die Gesellschaft und dann auch die Gehirne, dann sieht man da eine, ja, wie im Kleinen, so im Großen, dann sieht man da auch ziemliches Chaos. Bei den meisten Menschen ist schon die linke und die rechte Gehirnhälfte vollkommen außer Kontrolle geraten. Ja. Das sieht man meistens dadurch, dass Kinder anfangen, so wenn sie in die Schule kommen, langsam sehr, sehr linkshemisphärisch zu denken. Also sehr rational und irgendwie mit dem Verstand orientiert. Und das ist ja auch das, was in der Schule gefördert wird, mit Mathematik, aber ja auch in den ganzen anderen Fächern. Also, dass die rechte Gehirnhälfte mit der Empathie, mit der Intuition, mit der Kreativität, Inspiration, all diese Dinge fallen leider weg. Und dadurch sind wir da schon mal in so einer Dysbalance. Ja. Und ein Ziel, was Robert Monroe im letzten Jahrhundert hatte, war die Hemisphärensynchronisation. Das bedeutet also, dass man die linke und die rechte Gehirnhälfte gleichschaltet. Und das kann funktionieren. Und wenn man das erstmal erreicht hat, und das ist so ein kleiner Nebeneffekt, sage ich mal, den man beim Anhören von Frequenzen hat, dann kommt man in dieses ganzheitliche Bewusstsein rein, in diese ganzheitliche Wahrnehmung. Du bist dann nicht nur in der Stadt, schaust dir andere Menschen an und überlegst, ja, was hat der dann hier zum Beispiel an oder welche Wirkung hat er auf mich, sondern du kannst es auch fühlen in dem Moment. Ja. Du hast beide Sphären, beide Perspektiven auf einmal wieder. Und das führt natürlich auch dazu, dass du viel mehr in deiner Mitte bist und dann auch ja in der Konsequenz viel besser damit arbeiten kannst. Aber diese erste Referenz, sozusagen dieser erste Meilenstein, wirklich mal wieder in diese Harmonie reinzukommen, das ist eigentlich auch das Ziel, was wir haben. Und das kriegt man relativ schnell hin, wenn man trainiert. Deswegen sagen wir auch Gehirnwellentraining dazu. Natürlich ist es wie bei Bewusstseinsarbeit auch mit etwas Arbeit verbunden. Es ist wahrscheinlich unbekannt. Es sind Gehirnwellenzustände, die man lange Zeit nicht mehr hatte, teilweise in der Kindheit oder in der frühen Jugend verloren hat, aufgrund der Schule, aufgrund des Stresses und so weiter. Ja, und da kommt auch einiges hoch natürlich. Also es geht in die Richtung Therapie, könnte man sagen, ist aber im Vordergrund immer noch eine Selbstanwendung. Ja. Ja, gerade was bei uns, ich sage es jetzt mal, fast jeder hat irgendwelche Leichen im Keller liegen, ne? Was wir in der Jugend, Kindheit, Jugend angestellt haben. Mhm. Und wenn das hochkommt, haben wir ja die Möglichkeit, das zu verarbeiten. Ja. Es wirklich nochmal anzusehen und so zu sagen, ja, war blöd, was ich damals gemacht habe, aber jetzt bin ich halt weitergegangen, jetzt schicke ich es durch, ja, und mache es anders. Das sind ja auch wieder Erkenntnisprozesse, die in der Bewusstwerdung, ne, in der Bewusstseinsentwicklung ein ganz, ganz wichtiger Punkt sind. Ne? Ja, absolut.
Absolut, die Emotion wieder hinzubekommen und auch im Alltag darauf zu achten, weil klar, wir haben unseren Rucksack auf und der ist ziemlich voll beladen mit diesem ganzen Kram, den wir mit uns rumtragen, aber wenn wir nicht im Alltag aufpassen, dann kommt da Jahr für Jahr immer mehr dazu. Mhm. Das heißt, Schritt 1 natürlich schon mal im Hier und Jetzt darauf zu achten, dass man in seiner Balance bleibt, dann aber auch proaktiv in die Vergangenheit zu gehen. So nicht erst anfangen, okay, ab jetzt ist alles okay, mein früheres Leben, ja, kann man vergessen, sondern auch wirklich sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, darin liegt eine ganz, ganz große Kraft. Für mich ist Persönlichkeitsentwicklung auch nicht das Erlernen von neuen Fähigkeiten oder von außergewöhnlichen Dingen, die man immer haben möchte, sondern einfach nur das Aufarbeiten aus der Vergangenheit, weil der Mensch an sich kann das lernen, er kann das sowieso, wenn er möchte, wenn er die Ressourcen hat, in sich aufnehmen. Aber ja, für mich ist Blockadenentfernung, Blockadenlösung eigentlich die Quintessenz von Persönlichkeitsentwicklung. Das ist, glaube ich, die wichtigste Basis dabei, weil was du gerade mit übernatürlichen Fähigkeiten angesprochen hast, die sind ja gar nicht übernatürlich. Das sind ja in Wirklichkeit natürliche menschliche Fähigkeiten, aus denen wir rausgefallen sind in den letzten Jahrhunderten. Ich weiß nicht, vielleicht in dem letzten Jahrtausend, ja, hat man uns ja so dahin geführt, dass wir diese Fähigkeiten wie Telepathie, Telekinese, dass wir das eben nicht mehr haben. Und in dem Moment, wo wir anfangen, an unserem Bewusstsein zu arbeiten und diese Blockaden lösen, dass sie weg sind, können die Energien auch in uns wieder ganz anders fließen und plötzlich entdecken wir, wow, ich kann ja doch Telepathie, ja, wow, ich kann ja doch das Psi-Wheel drehen lassen. Ja, also da sind so viele Möglichkeiten, die dann bei dieser Bewusstwerdung, bei dem Entdecken des wahren Selbst in uns, die plötzlich zutage kommen, wo man überrascht ist, dass man diese Fähigkeiten hat, die aber im Grunde ganz natürliche menschliche Fähigkeiten sind, die wir nur leider verloren haben. Ne? Genau. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtig, das sind wichtige Schritte auf dem Weg dahin. Ja, weil ich habe das selber, ich bin ja jetzt seit über 20 Jahren auf meinem spirituellen Weg. So, und wenn ich überlege, wie viele Jahre davon ich mit Affirmationen und immer wieder gearbeitet habe, dann denke ich mir, es geht auch mit binauralen Beats und ein Vielfaches leichter und man kriegt die gleichen Schritte in einer viel schnelleren Frequenz hin. Ich komme viel schneller vorwärts und ich sage dann immer, warum sollen wir nicht die moderne Technik nutzen? Zurück zu den Wurzeln, aber nicht zurück ins Mittelalter, sondern wir gehen ja vorwärts. So, und nutzen da die neuesten Erkenntnisse halt für unsere Bewusstwerdung, um wieder richtige Menschen zu werden, um wieder in ein sehr gutes Bewusstsein zu kommen, in ein höheres Bewusstsein zu kommen. Und da gibt sich dann alles, wie soll ich sagen, jedes Teil vergrößert das Paket mit den Werkzeugen, die wir haben. Und da finde ich, sind die binauralen Beats ein sehr, sehr wichtiges und einfaches Werkzeug. Mhm. Ja, ja, kann ich nur zustimmen. Ich hoffe, der Hund war gerade nicht so laut. Da hat nämlich gebellt. Auf jeden Fall, was du sagst, total. Ich finde, das sieht man auch im Kleinen und im Großen, weil wenn wir uns das ganz groß anschauen, von der Gesellschaft, von den verschiedenen Kulturen über die Zeitgeschichte hinweg, wenn wir mal ins alte Ägypten gehen und uns ansehen, was da übernatürlich war oder was auch in der Schule gelehrt wurde, mit der Zirbeldrüse und die ganzen Fähigkeiten, die daraufhin verkümmert sind, dann sehen wir, da sind sehr, sehr viele Bereiche, die wir wahrscheinlich damals hätten messen können, wenn wir damals schon ein EEG gehabt hätten, die aber natürlich verkümmert sind. Und wenn man jetzt ins Kleine geht und ins Hier und Jetzt schaut und in die momentane Gesellschaft, dann sieht man auch da sogar schon bei den normalen Bewusstseinszuständen, in Anführungszeichen, die sind teilweise auch schon verkümmert. Also das, was wir als Kinder konnten. Man hat durch die Wissenschaft eben gesehen, dass es verschiedene Gehirnbereiche gibt, die mit der Zeit entwickelt werden. Wenn wir als Babys auf die Welt kommen, sind wir sehr, sehr stark im Delta-Bereich. Der Delta-Bereich ist eine Frequenz, der sehr mit dem Körper zusammenhängt, der bestimmte Drüsen und Enzyme aktiviert, der also dafür sorgt, dass sich unser Körper aufbaut und wir in die Regeneration kommen. Und wenn Menschen beispielsweise im Tiefschlaf nicht diese Delta-Frequenz haben, dann ist es genau dieser Moment, wenn sie morgens aufwachen und sich immer noch schlapp fühlen. Dieser Delta-Bereich vielleicht nicht mehr aktiviert werden kann, aufgrund von Ängsten, von Scham, von Problemen aus dem Vortag und dadurch immer weiter verkümmert. Dann, wenn das Baby langsam älter wird, es ist ein Kleinkind, dann kommt langsam der Theta-Bereich dazu. Das ist der Moment, wenn das Kind tausendmal was fragt und immer mehr Fragen hat und eigentlich alles von der Welt wissen möchte, weil das alle Informationen wie ein Schwamm aufnimmt. Ja. Der Theta-Bereich hängt ja auch mit unserem Unterbewusstsein zusammen. Ja. Und das Unterbewusstsein ist dann der Speicher, auf den wir dann später darauf wieder zugreifen und was sozusagen die Basis unserer Persönlichkeit bildet. Und auch das
ist leider ein Bereich, der so im Alltag nicht mehr so oft vorkommt, weil wir immer in diesem Beta-Bereich sind, immer in diesem Stress und arbeiten müssen und funktionieren müssen und diese Inspiration nicht mehr in den Alltag reinlassen. Ja. Wenn das Kind dann langsam in die Schule kommt oder im Kindergarten ist oder halt einfach älter wird, mit anderen Menschen kommuniziert, dann kommt es langsam in den Alpha-Bereich. Und da lernt es dann, das erworbene Wissen aus dem Theta-Bereich langsam mit anderen Menschen zu teilen, zu kommunizieren und darüber zu reflektieren. Das ist dann, wenn das Kind langsam anfängt, die ersten Ideen und Persönlichkeitsanteile aktiv zu entwickeln letztendlich, weil es darüber reflektieren kann. Ja. Der Alpha-Bereich, den haben viele Menschen, der hängt mit der Tiefenentspannung, mit der Entspannung zusammen. Der wird auch als Tor zwischen Wachbewusstsein und Unterbewusstsein beschrieben. Aber wenn man sich abends vor Netflix hinsetzt, dann ist man nicht unbedingt entspannt. Da ist man vielleicht runtergeschaltet, körperlich gesehen, geistig aber noch lange nicht. Und das Kind kommt dann in die Schule, ungefähr, man sagt so 12. bis 13. Lebensjahr, und dann ist es, das Kind ist dann kein Kind mehr, aber es ist trotzdem größtenteils nur noch im Beta-Bereich. Und das bleibt dann bis 85, 95, wie auch immer, und bleibt dann eigentlich nur noch primär dort. Und das ist auch das Problem, was die meisten haben, dass sie super schnell in negative Gedanken reinkommen, total schnell gestresst sind, aber dass sie im Alltag funktionieren. Und das will ja auch die Gesellschaft, das will unsere Wirtschaftsform oder was auch immer. Wir funktionieren halt. So, aber diese ganzen Anteile, die wir davor haben, wo sind die? Wer hat noch Tagesträume am Tag? Wer kann sich wirklich eine Stunde hinsetzen und eine Blume anschauen? Ist mal irgendwas gesagt. Wer kann das noch? Das ist eine Kunst, die wir als Kinder ganz natürlich bei uns drin hatten, die wir verloren haben. Ja, das kommt wieder, Marvin. Da bin ich mir absolut sicher. Das kommt wieder, weil wir werden in der Zukunft die Zeit haben. Wir werden uns in der Zukunft die Zeit nehmen können. Und wenn wir ins Geopolitische gucken, sehen wir sofort, dass da ganz, ganz große Veränderungen gerade laufen. Weltweit, das ist ja nicht nur eine europäische Sache, das ist ja ein globales Phänomen. Ja. Oder ein globales Ereignis. So, und ich bin mir absolut sicher, dass wir in der Zukunft die Zeit wieder haben werden, uns auch wieder mit der Natur zu verbinden, uns in den Wald zu setzen und wirklich in eine Verbindung mit den Bäumen, mit den Pflanzen. Das sind ja auch Lebewesen, die haben ja auch ein Energiefeld. Und was wir da mitnehmen können, erleben können, erfahren können, ich glaube, das wird also bei vielen Menschen die Vorstellungskraft sprengen. Ja, allein schon, wenn man überlegt, dass man auch, du wirst es selber wissen, mit deinem Hund, man kann auch mit seinem Hund in die Kommunikation gehen. Wenn die Verbindung da ist, versteht das Tier genau, was du möchtest. Ja, aber man braucht die Zeit, um das wieder aktivieren zu können und dann auch leben zu können. Ne? Ja, mit dem Hamsterrad ist das ganz, ganz schwer. Ja, deswegen, ich finde es auch super, dass du die Informationen teilst und das aus einer Kraft heraus machst und aus diesem Überfluss heraus und nicht aus einem Mangel heraus. Und das ist ganz wichtig, dass man, wenn man sich im Bereich Mentaltraining etablieren möchte oder mehr aus mit seinem Bewusstsein machen möchte, dass man das aus einer Stärke heraus macht und nicht immer aus einem Energiemangel sozusagen. Ja. Das ist nämlich ein eher schwieriger Teil. Da muss man nämlich mit seiner Willenskraft arbeiten. Da hat man nur 4 Stunden ungefähr am Tag von und dann wird es langsam schwierig. Ja. Und wenn das aber Ganze natürlich aufgebaut wurde, das Gehirn ist zum Glück neurologisch in der Lage, diese Bewusstseinszustände von selbst wieder aufzubauen. Das wirst du sicher merken, du bist ja jetzt schon länger dabei, dass irgendwann diese Zustände von selbst kommen. Und das Ziel bei Neobeats ist immer, dass du die Neobeats irgendwann nicht mehr brauchst, weil du dann wieder in diesem Urzustand bist, in dieser Essenz, die du dann quasi aktiviert hast. Du hast die trainiert, wie im Fitnessstudio und dann bist du angekommen. Und dann sollte es von selbst funktionieren. Und wenn nicht, dann hast du immer noch den Anker im Hintergrund und kannst proaktiv oder in akuten Situationen, wenn du dich emotional schlecht fühlst, kannst du dann wieder damit arbeiten. Genau, das ist es. Ein Werkzeug, ein Werkzeug, was man nutzen kann, solange man es braucht und was man in den Werkzeugkoffer legt, wenn man es nicht mehr braucht und es natürlich nutzt. Ne? Ja, genau. Das finde ich ja das Grandiose daran, dass es jetzt, sicherlich ist es wichtig, dass gerade am Anfang, dass man wirklich täglich damit arbeitet und dass dann auch die entsprechenden Areale sich wieder aktivieren können und dass diese Fähigkeiten auch zurückkommen. Ja, es ist ja nicht so, als wenn das irgendwas ist, was völlig übernatürlich ist. Das sind ja natürliche menschliche Fähigkeiten und wenn wir die wieder aktivieren, sind sie wieder Teil unseres Lebens. Ja, und wenn ich es brauche, hole ich es raus, setze mir den Kopfhörer auf und höre mir die binauralen Beats an oder andere Frequenzen. Ne? Und das ist das Schöne dabei, weil ich, wie gesagt, ich nutze es, um abzuschalten, mittags eine halbe Stunde, um wieder Kraft zu tanken. Und
Das ist so einfach. Das ist das Schöne. Es ist so einfach. Kopfhörer auf, hinlegen. Ja, und einfach nur abschalten. Der Rest kommt von alleine. Mein Körper und mein Bewusstsein wissen schon, was da läuft und wissen genau, wie sie reagieren oder wie sie agieren können, wenn sie diese Frequenzen hören. Ja, genau. Und an der Stelle vielleicht nochmal eine Information. Es ist natürlich, und das war auch mein Einstieg in das Thema, es ist schön, luzides Träumen zu beherrschen oder Ja. astralreisen zu können oder sich mit seinem tiefsten Selbst irgendwo verbinden und in Trance-Erfahrungen zu gehen und solche Geschichten. Alles super, aber ich würde jedem empfehlen, sich von oben herunterzuarbeiten. Eben haben wir ja gesagt, dass wir im Beta-Bereich größtenteils Ja. sind. So, wenn man das in Zahlen ausdrücken müsste, dann wäre das irgendwo zwischen 15 und 25 Hertz. Also sehr, sehr viele Schläge pro Sekunde. Kann man ja einfach mal auch nachmachen oder einen Rhythmus spielen auf dem Schlagzeug oder wie auch immer. Das ist super schnell und das ist total hektisch. Und Ja. von diesem Zustand dann erstmal in den Alpha-Zustand zu gehen, das ist schon ja, eine Kunst, sage ich mal. Das sind aber nur 5 Hertz Unterschied, von 15 auf 10 zum Beispiel. Das kann man relativ schnell erlernen. Ja. Da hat man jetzt noch keine super ausgeprägten Erfahrungen schamanischer Art, aber man kann mal wirklich entspannen. Und wenn man das Level gemeistert hat, geht man nochmal 3, 4, 5 Hertz runter, dann bist du schon im Theta-Bereich. So kann man sich dann langsam dorthin arbeiten. Ich würde da gar nichts überstürzen. Ich würde es versuchen, in den Alltag zu integrieren, weil wenn es da erstmal gefestigt ist, es ist Teil einer Routine geworden, Ja. dann kommt der Rest von selbst. Es ist wie bei einer Ausbildung. Man muss sich da selbst die Zeit lassen, vielleicht auch darüber reflektieren. Ich habe immer mein Notizbuch dabei, damit ich die wichtigen Informationen festhalten kann und damit man sich auch immer vor Augen führen kann, warum mache ich das eigentlich? Das ist kein Zwang. Ja. Wenn es einen Zwang darstellen würde, dann würde man gar nicht in diese Zustände reinkommen. Aber wenn man das wirklich mal einmal mit tiefster Intention ausprobiert und man hat ein positives Referenzerlebnis und hat da bestimmte, ja, vielleicht Emotionen gefühlt, die man seit Kindestagen nicht mehr hatte, dann kann man darauf aufbauen und hat Momentum sozusagen. Genau, und das würde ich empfehlen. Also leicht und einfach einsteigen, 30 Minuten am Tag reichen völlig aus beim Anfang und dann langsam in die Tiefe gehen. Entschuldigung, gerade verschluckt. Kein Problem. So habe ich es auch gemacht, Schritt für Schritt. Und das, was ich so schön finde bei deinen Neobeats, da ist für jede Entschuldigung, für jede Lebenssituation was da. Also nicht nur, ich will jetzt reich werden, ich will jetzt gesund werden, ich will jetzt, ne, diese einzelnen Punkte, sondern einfach für jede Lebenssituation, so habe ich es bisher wahrgenommen, ist irgendeine bestimmte Frequenz, irgendein bestimmtes Stück da. Und das finde ich so schön, da aus dem Vollen greifen zu können, hineinzugehen und zu sagen, was ist heute wichtig? Will ich heute meine Hirnhälften synchronisieren? Möchte ich heute in den Alpha-Zustand kommen? Möchte ich einfach nur meine Energie ein bisschen boosten? Ja, oder und da finde ich die Auswahl, die du bietest, sehr, sehr schön, sodass man da auch wirklich das Passende in dem Moment hat und nicht immer unbedingt nur eine ganz bestimmte Sache hören muss. Ne? Genau, richtig. Ja, es war die Idee, so eine holistische Plattform darzustellen. Das ist wie wenn du ins Fitnessstudio gehst und da sind 100 Geräte und du kannst dir heute raussuchen, was du trainieren möchtest oder was eventuell unterentwickelt ist und was du brauchst. Dafür haben wir dann auch die Anleitung und die Community dafür da, dass man sich da auch austauschen kann auf der Ebene. Und das ist eigentlich ja auch eine Information, die wir dann bekommen haben. Die meisten Menschen kommen für die Frequenzen, aber sie bleiben für die Gemeinschaft und für die Community. Es ist wie so eine kleine Insel, auf der sich dann die Menschen zusammenfinden. Da herrschen andere Regeln, das sind andere Systeme oder gar keine Systeme. Und da kann man sich dann zusammenfinden und wachsen. Das ist die Idee. Gerade die Gemeinschaft finde ich so wichtig, weil wir haben in unserer Gesellschaft viel zu wenig Gemeinschaft. Ich kenne das noch von früher als Kind. Du hattest eine bestimmte Gruppe, das waren alles ganz, ganz viele Freunde und die haben zusammengehalten. Aber ich habe dann gemerkt, erst kam die Schule, dann kam die Ausbildung, unter Umständen Studium, die Leute zogen weg. Und ich bin jetzt noch einer der wenigen, die überhaupt noch in dem alten Stadtteil wohnen, wo wir früher lebten. Und die meisten sind alle weg. Viele leben schon gar nicht mehr. Ja? Sind schon vor Mitte 50, haben sie ihre Inkarnation beendet. Und das sind die Punkte, wo ich mir immer sage, wenn man eine Gemeinschaft gefunden hat, wo man sich richtig wohlfühlt, wo man drin aufgeht, die zusammenhält, dann ist es wichtig, diese Gemeinschaft auch mit Leben zu füttern, also mit Leben zu füllen und sie am Leben erhalten. Ne? Weil es gibt nichts Besseres als eine Gemeinschaft, wo sich viele, viele Freunde treffen. Absolut, absolut. Und die Energie ist eine andere. Das kann man ja teilweise auch messen, wenn man sich die Aura des Menschen anschaut oder die
das Energiefeld eines Menschen. Man hat herausgefunden, da kommen wir jetzt vielleicht in diese Grenzbereiche langsam auch rein, dass die Delta-Frequenz irgendwas mit Empathie zusammenhängend haben muss. Also wenn man viel Delta ausgeprägt hat, dann ist man erfahrungsgemäß auch empathischer und kann mit anderen Menschen solche zwischenmenschlichen Kommunikationen besser ausführen. Das geht dann bis in die Telepathie rein. Mhm. Und diese Magnetfelder sind ja auch Frequenzen letztendlich. Ja. Und auch darüber merkt man, dass es irgendwas gibt, was uns zusammenhält. Die einen sagen, es ist die Schumann-Frequenz, andere wieder sagen, es sind planetare Konstellationen, die wiederum Erdmagnetfelder induzieren, die uns dann irgendwie betreffen. Ja. Aber unterm Strich, egal wie man es nimmt, es gibt dieses kollektive Feld, oder morphogenetisches Feld, morphische Felder, wie auch immer man dazu sprechen möchte. Und wenn eine Person sich verändert, können sich die im Umkreis mitverändern. Und wenn du dann so eine Gemeinschaft, so eine Welle sozusagen hast, die nach vorne geht, dann merkt man richtig, wie sich da was tut. Ist zumindest meine Erfahrung. Wir sind jetzt bei NeoBeats auf dem YouTube-Kanal knapp 170.000 Abonnenten und gehen so langsam auch in den internationalen Bereich rein. Ja. Und was ich da sehe, ist, dass vor allem im amerikanischen Bereich, aber auch in Spanien, in Mexiko, die Menschen für sowas viel, viel offener sind. Ja. Die nehmen sowas an, die sind herzlicher. Und dadurch, dass sie eine andere Suggestibilität haben, also einfach es aufnehmen möchten und daran glauben, funktioniert das Ganze auch auf einem viel, viel tieferen Level. Und das ist eigentlich die ganz große Kunst. Man könnte alles, was man über diese Frequenzen weiß, wegschmeißen. Einfach nur, wenn man sich darauf einlässt, mit einer Intention reingeht, dann wird man eine Wirkung haben. Und da hat man die erste Selbstreferenz und darauf kann man aufbauen. Das ist ja immer das, was ich sage, bei allen möglichen Sachen, wenn es um unsere eigenen Fähigkeiten geht. Wenn ihr nicht an euch glaubt, dass ihr das nicht auch schafft, werdet ihr es auch nicht schaffen. Weil in dem Moment macht der Glaube alles wahr. Ja? Ja. Und wenn ich glaube, dass ich es schaffe, dann wird mein Unterbewusstsein mich dahin führen, dass ich es schaffe. Ja. Und das ist das, was du gerade so beschrieben hast. Und da hast du vollkommen recht. Da ist Deutschland ein sehr, sehr niedrig schwingendes Land, um es jetzt mal so auszudrücken, mit ganz, ganz vielen, ohne das jetzt böse zu meinen, aber mit ganz, ganz vielen Tiefschläfern und wo so ein Wissen ganz lange braucht, um überhaupt erstmal Fuß zu fassen. So, und das war ja auch für mich früher so, wenn du irgendwas säen möchtest, ist es sinnvoll, diese Samen auf fruchtbarem Boden zu streuen und nicht auf Beton. So, und momentan erlebe ich viele Bereiche in Deutschland wie Beton und nicht wie fruchtbarem Boden. Aber ich bin mir sicher, dass das alles durch diese Wandel, durch den wir jetzt gehen, dass das dadurch alles geändert wird, transformiert wird. Also von der Dunkelheit ins Licht. Ne? Genau, genau. Und wenn man sich die Emotionsskala nach Hawkins anschaut, ist zwar eine Theorie oder eine These und nicht fundiert, aber ich finde, es trifft das ganz gut. Wenn man sich Deutschland anschaut, wir haben immer noch den Charme aus der Vergangenheit, den wir mit uns herumtragen. Das merke ich ja sogar. Oder habe ich gemerkt vor einigen Jahren noch in der Schule, obwohl ich da als Generation wirklich gar nichts mehr damit zu tun hatte letztendlich. Ja, und dieser Charme ist relativ weit weg von der Emotion des... Hörst du mich gerade noch? Mhm. Ja, wunderbar, okay. Zoom macht da manchmal solche Spielchen. Genau, aber dieser Zustand von Charme ist so weit unten, das ist eigentlich der tiefste Zustand, den man überhaupt haben kann, der eigentlich kurz nach dem Tod kommt, weil wenn du dich schämst, möchtest du nicht mehr da sein. Du möchtest quasi im Erdboden versinken. Und bis du dann erstmal zu dieser Neutralität kommst und dann in eine positive Schwingung, das ist ein ganz schön weiter Weg. Deswegen sollte man da irgendwie auch kollektiv mit ansetzen. Und ich glaube, da tut sich momentan einiges und sehr, sehr vieles in positiver Art und Weise. Und da kann man echt nur gespannt sein. Aber ich glaube, 2020, wie du auch schon im Vorgespräch mit mir gesagt hast, das wird in die Geschichtsbücher eingehen. Auf jeden Fall. Und ich bin mir sicher, dass wir noch in Jahrhunderten, wenn nicht in Jahrtausenden, noch von diesem Zeitraum sprechen. Weil wenn sich ein ganzer Planet von den Dunkelmächten befreit, ist das ein galaktisches Ereignis. Und deshalb haben wir auch aktuell so viele UFOs und Sternenflotten im ganzen Bereich unseres Sonnensystems und im Besonderen rund um die Erde. Weil das wollen alle miterleben, was die Menschen hier machen. Und dann denke ich mir jedes Mal, guckt aber bitte nicht so auf Deutschland, weil hier sind sie alle tief und fest am Schlafen und du hörst ja schon fast schnarchen. Ne? Ja, genau. Aber daran wird sich was ändern. Ich glaube jetzt nicht, dass es schnipp und alle sind wach, sondern dass das in Schüben, in Wellen kommt. Ja? Und
du weißt selber, wie Felder wirken. Ja? Und wenn es in den USA ein ganz besonderes, erweckendes Ereignis gibt, schwappt das auch über das kollektive Unterbewusstsein bis zu uns. Und dann werden hier auch wieder in einem Schub vielleicht, weiß ich nicht, 20, 30.000, 100.000, 1 Million auf einen Schub wach und schon wieder hebt sich das Feld an. Und so geht das dann unter sprungweise. Und dann können wir innerhalb von 2 Monaten, können wir wirklich durch so eine Erwachensphase gegangen sein. Ne? Ja, total. Ich glaube, bevor die Katharsis kommt, gehen wir jetzt nochmal durch einen Schatten der Unbewusstheit durch, in dem es radikaler wird, gegebenenfalls, was wir jetzt geopolitisch sehen, in dem aber auch der Einzelne hin und her gerissen ist. Das ist auch ganz typisch im Wassermann-Zeitalter, in dem wir uns befinden, dass das Weibliche immer männlicher wird, das Männliche wiederum weiblicher und dass man sich so ein bisschen abgeschnitten fühlt, aber dass es dennoch eine Zeit der Veränderung darstellt. Ja. Und ja, ich glaube, die meisten Menschen haben eben diesen kritischen Verstand und dieser Filterfunktion des Unterbewusstseins aufgebaut. Und unser Unterbewusstsein ist noch auf die Vergangenheit eingestellt und diese ganzen Strukturen, die wir dahin kennen. Und es dauert einfach seine Zeit, bis diese neuen Informationen Früchte tragen können, sie Ernte tragen und sich auch in der reellen Welt manifestieren können. Ja. Wenn man sich das einfach mal anschaut, mit unserem Wachbewusstsein nehmen wir jetzt neue Informationen wahr, aber unser Wachbewusstsein macht nur 5% aus. Erstmal müssen wir die 95% Unterbewusstsein, und das sagt man ungefähr, ist so die Verteilung, da müssen wir erstmal die Veränderung schaffen. Und das dauert seine Zeit, da muss es immer wieder neuen Input geben, dass sich da was verändert. Also das Wachbewusstsein nimmt ungefähr 40 Bits an Informationen pro Sekunde wahr und das Unterbewusstsein 40 Milliarden Bits Informationen pro Sekunde. Das heißt, während wir jetzt eigentlich hier sitzen und das Gespräch führen, sind im Hintergrund so viele Informationen, die wir aufnehmen oder auch Energien und Schwingungen, die wir jetzt austauschen oder die Zuschauer gerade auch fühlen, die wir niemals im Leben erfassen könnten. Mhm. Ich glaube, so ähnlich ist es mit den Frequenzen. Viele Menschen sagen immer, sie spüren da nichts. So, aber dass du mit deinem 5% Wachbewusstsein auch etwas spürst, ist relativ und verhältnismäßig eigentlich schon ziemlich erstaunlich. Ja. Aber was da im Hintergrund passiert, wenn man dabei bleibt, das ist eine ganz große Sache. Also an der Stelle, ja, es gibt positives Brainwashing, das machen wir mit Neobeats, und es gibt negatives Brainwashing. Mhm. Und was man da über die Musik hört, was auch da für Frequenzen eingespielt werden. Man muss nur die Musikvideos sich mal anschauen. Ich will da nicht zu tief ins Thema gehen, da hat jeder auch eine eigene Meinung. Mhm. Aber da sind einfach Symbole, archetypische Zeichen, die da verwendet werden, die auch einen Effekt im Unterbewusstsein haben. Das Unterbewusstsein funktioniert ja eigentlich größtenteils über Symbole und Zeichen und auch Bilder, mehr als über Worte oder Affirmationen. Ja. Deswegen sind Visualisierungen meistens auch eindrücklicher fürs Unterbewusstsein. Mhm. Ja, und da muss man sich einfach nur umschauen, mit welchen Informationen man täglich gefüttert wird, auf jeder Wellenebene sozusagen. Was du jetzt gerade angesprochen hast mit dem Oberbewusstsein und Unterbewusstsein, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Lernen. Ich habe 3 Ausbildungen gemacht. Ich habe einen Meisterbrief und war beim Radio. Ich habe ja einiges durchlaufen. Und in der Zeit, als ich die Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht habe, habe ich mir die Einsen so aus dem Ärmel geschüttelt, weil ich genau wusste, mein Unterbewusstsein nimmt alles auf, wirklich alles. Und es liegt an mir, mich darauf zu konditionieren, an diese Informationen dran zu kommen. So, und das habe ich ganz einfach mit Affirmationen gemacht. Ja? Mein Lieblingssatz war, ich habe zum richtigen Zeitpunkt die richtige Information. Oder ich habe zum richtigen Zeitpunkt die Information meines Wissens, die ich brauche. Ja, oder die, ne? Und so, das mir immer wieder gesagt. Und dann, nur mal jetzt so als Beispiel, dann bekam ich die Klausur, habe mich hingesetzt, habe sie ausgefüllt, wie mein Vater früher Kreuzworträtsel ausgefüllt hat, habe sie nach 20 Minuten oder 25 Minuten abgegeben, stand dann unten mit einem Kaffee und einer Kippe. Und war mir sicher, das ist eine 1. Ja, ich war nicht sicher, ist jetzt eine 92, 93, 95% 1 oder sowas, aber das war mir gar nicht wichtig, weil ich wusste, ich habe es verstanden und ich komme an diese Informationen dran. Und das passte bei allen Fächern und dann hieß es ja Martin der Überflieger. Ja? Und dabei war das gar nicht Überflieger, das war einfach nur die Anwendung von Wissen, die ich mir angeeignet habe, die ich gelernt habe und dann konsequent umgesetzt. Und das hat mir in meinem Leben so viel erleichtert im ganzen Bereich des Lernens, weil ich mich einfach darauf konditioniert habe, es ist eh alles da, warum soll ich jetzt nochmal büffeln? Konditionier dich darauf, an das Wissen zu kommen. Und wenn das klappt, hast du den vollen Zugriff auf deine Bibliothek in deinem Unterbewusstsein. Und das finde ich viel, viel wichtiger, als sich hinzusetzen und irgendwelchen Scheiß auswendig zu lernen, was man vielleicht nur mal für eine Prüfung braucht und danach nie wieder. Ja?
Genau. Weil die wirklich wichtigen Sachen, die nutzen wir ja ständig im Leben und die wenden wir auch immer an und dadurch sind sie normalerweise ja auch präsent. So, und in dem Moment, wo ich das einmal umgesetzt habe und weiß, dass es klappt, glaube ich nicht mehr daran, dass es funktioniert. Ich weiß, dass es funktioniert. Und das ist ja ein Schritt vom Glaube ins Wissen. Ne? Ja, ich glaube, ganz oft wird Intelligenz definiert mit diesem IQ eigentlich nur als die Fähigkeit, wie schnell du etwas ausführen kannst. Aber Intelligenz an sich ist ja auch, wie breit, sage ich mal, die Wissensbibliothek ist und wie schnell du Informationen von deinem Unterbewusstsein an deinem Wachbewusstsein herantragen kannst. Mhm. Oder halt eben von diesem kollektiven Feld, da hatten wir es eben von den morphogenetischen Feldern, ja. Da sind natürlich auch Informationen gespeichert, die man auch abgreifen kann. Mhm. Da gibt es sehr viele hellsichtige Menschen, die sich dann als Medium definieren zum Beispiel, die eigentlich nur die Fähigkeit erlernt haben, die Informationen heranzunehmen sozusagen. Mhm. Und ich glaube, dieses komplette Bild von Intelligenz muss anders definiert sein, weil wenn jemand schnell an Informationen kommt, ist das super. Dann heißt es aber nicht, dass er unbedingt viele Informationen hat oder ein breites Wissen. Ja, und ich finde, der IQ ist gar nicht so wichtig, der EQ, der emotionale Quotient, ist viel wichtiger, weil diese Empathie, wie kann ich mich in den anderen Menschen hineinfühlen, ja? Kann ich ihn verstehen? Kann ich wirklich verstehen, was er gerade fühlt, wie es ihm innerlich geht? Ich glaube, das ist eine Qualität, die viel wichtiger ist als Intelligenz. Weil wenn wir uns diese ganzen hohen Wirtschaftsbosse angucken, die ja im Grunde Psychopathen sind, ja, die ja diese Emotionalität völlig abgestrifft, völlig verschüttet haben und nur noch konsequent im materialistischen Gewinne erzeugen wollen, merken wir sehr schnell, wie wichtig es ist, diese Empathie, diese Emotionen, die Gefühle in uns auch wieder herauszulassen und zu leben. Ja, total. Da kommen wir wieder linke und rechte Gehirnhälfte an das Kernthema ran, weil IQ ist komplett linkshemisphärisch und IQ, was du gerade gesagt hast, wäre dann auf der rechten Seite. Mhm. Und wenn man beides trainiert, kommt man dann auch in seine Stärke. Natürlich gibt es auch viele Menschen, die sehr feinfühlig und hochsensibel sind und die dann noch versuchen, ihre rechte Gehirnhälfte noch weiter zu stärken und dann langsam die Erdung verlieren. Auch da würde ich aufpassen, dass man gefestigt ist, dass man sein Wurzelchakra aktiviert hat, dass man mit der Schumann-Frequenz verbunden ist, sozusagen das Erdmagnetfeld auf 7,83 Hertz, was uns permanent auch damit beeinflusst, dass du auch schon oft darüber gesprochen, weil tägliche Schumann-Resonanz natürlich auch einen Einfluss auf unser Leben hat. Ja. Egal, ob man das jetzt subtil wahrnimmt oder gar nicht wahrnimmt, aber es ist auf jeden Fall da. Und man weiß auch, dass in Großstädten, wo diese Schumann-Frequenz verändert ist, dass dann Menschen teilweise Beschwerden bekommen, die man nicht zuordnen kann, wie Schwindel, Unwohlsein, Kopfschmerzen und all diese Dinge. Mhm. Und wenn man dann aber eine Stunde mal wieder im Wald war und dann in einer anderen Energie sozusagen da ist, da merkt man, wie es eigentlich ursprünglich gedacht war, von der Erde, von der höheren Intelligenz oder von uns selbst auch. Ja, das ist, glaube ich, das Fundament, was man haben sollte, mit dem Erdmagnetfeld verbunden zu sein und dann darauf aufzubauen. Ja, ja, das ist schon, der Wald hat schon enorme Macht auf uns oder enorme Fähigkeiten bei uns. Wir brauchen nur in den Wald zu gehen und plötzlich, und ich sag mal sehr, sehr schnell, ändert sich unser kompletter Bewusstseinszustand. Ne? Ja, genau. Aus dem Stress in die Ruhe, in die Entspannung. Hm. Das finde ich auch so schön, weil im Wald natürlich eine ganz andere Luft herrscht. Es ist ein ganz anderes Energieniveau im Wald unter den ganzen Bäumen. Und ich finde, das ist eine Sache, die sehr, sehr gut tut, die uns Menschen wieder in die Kraft führt, in die Energie führt. Ich glaube, nach einer Stunde Waldspaziergang geht es einem deutlich besser als vor dem Waldspaziergang. Absolut, ja. Und es gibt ja den ganzen Bereich des Waldbadens, der vor allem in Japan auch sehr, sehr groß ist. Man versucht immer noch zu verstehen, was da genau passiert. Man weiß, dass die Bäume da wohl irgendwas aussprühen mit den Terpinen, glaube ich. Mhm. Oder also einfach diese Botenstoffe, die wir dann auch einatmen, die wiederum in unserem Körper etwas bewirken. Und dass diese Atematmosphäre, die wir im Wald haben, sozusagen auch nicht mehr in der Großstadt haben. Und dadurch die relative Luftfeuchtigkeit verändert ist, gegebenenfalls sogar das Sauerstoffgehalt, die Temperatur. Mhm. Und dass das eigentlich die Basis sozusagen der Energiegewinnung für uns darstellt, die wir aber verloren haben. Da werden wir gegebenenfalls auch nochmal drüber sprechen, wenn wir zu Brain Plus kommen. Genau. Aber ja, Licht, Luft, Frequenzen, das sind so die Basismittel, würde ich sagen. Ja. Und back to the roots, back to nature, genau. Da finden wir eigentlich alles, was wir brauchen. Ja. Wobei ich das jetzt noch einmal ergänzen möchte. Ich hatte ja am Dienstag das Gespräch mit meinem Freund Hubert Schmidt zum Thema NHS
wo dieser Orgontorus aufgebaut wird. Und den baut auch jeder Baum auf. Und wenn du das jetzt mal dieses Wissen mit hineinnimmst, dann siehst du im ganzen Wald einen riesigen Orgontorus. Und dieses Orgon ist ja Lebensenergie. Das tut uns ja gut, auch wenn wir das nicht jeder so direkt spüren. Es gibt Leute, die spüren das ganz fein, aber es gibt Leute, die spüren es gar nicht. Was aber auch nicht schlimm ist, weil es wirkt trotzdem auf uns und sehr, sehr positiv, weil das sind ja positive Lebensenergien, die uns einfach nur unterstützen, ne? Und da haben wir im Wald ganz, ganz viel davon. Absolut. Ja, Wolf-Dieter Stoll so schön geschrieben. Ich finde den, also Dr. Wolf-Dieter Stoll, ich gehe mal davon aus, dass dir der Name was sagt. Ich finde Klar. den Mann einfach grandios und super weise. Ich habe ihn erleben dürfen bei einem Vortrag hier bei uns in Herne und hatte auch die Möglichkeit, kurz mit ihm zu sprechen. Und da merkt man, was für eine Energie herüberkommt. Und er schrieb damals, wir sind Kinder des Waldes. Wir kommen aus den Wäldern, nicht weil wir irgendwann mal Affen waren oder sowas, sondern weil unsere Urahnen noch in den Wäldern gelebt haben. Ne? Aber auch jetzt nicht im Urwald, sondern in einem abgeteilten Stück, wo sie sich ihren Raum der Liebe geschaffen haben. Genau, total. Also ich finde ihn super mit all seinen Vorträgen und auch seinen Geschichten, die er auf Lager hat. Da muss ich teilweise gar nicht an die Informationen ran, sondern ich höre einfach gerne dazu, wie seine Perspektive auf die Dinge ist. Und ich meine, er hat auch mal erzählt, dass er in Indien war und dort einen Mann gesehen hat, und der anscheinend aussah wie ein Penner. So, und deswegen ist er zu ihm hingegangen und wollte ihm erstmal Geld geben. So, und das ist durch seine Hände geglitten, das Geld. Und dann hat er erfahren von einem Dorfbewohner, dass dieser Mann da seit 18 Jahren mit diesem Baum verbunden, einfach nur dort sitzt und sozusagen nichts tut, außer sich zu waschen. Er isst nichts, er trinkt nichts, aber er sitzt da mit dem Baum und ist eins mit dem Baum geworden. Der hat keinen Namen mehr, der ist nicht mehr ansprechbar, der antwortet auch nicht mehr. Der ist quasi zu diesem Baum mutiert, könnte man sagen. Und was dafür mysteriöse, geheimnisvolle Dinge geschehen, die wir vielleicht hier in unseren Breitengraden gar nicht mehr kennen, aber die dennoch existent sind. Das ist unglaublich. Also, ja. Das ist ja das Thema der Lichtnahrung. Diese Menschen ernähren sich ja von Biophotonen. Entweder machen sie es bewusst oder sie machen es unbewusst. Freunde und ich haben das auch schon erlebt. Die einen etwas länger, die anderen etwas weniger. Es ist aber was ganz Besonderes, weil man erkennt in dem Moment sofort, dass im Grunde unser Körper weder Nahrung noch Wasser braucht. Das Einzige, was wir immer brauchen, ist der Atem, ist der Sauerstoff, der hineinkommt, und alles andere kann der Körper auch selbst produzieren. So, und wenn man an diesem Punkt angekommen ist, fragt man sich, warum nehme ich dann überhaupt noch irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel? Ja, wenn der Körper das selber kompensieren kann. Ne? Aber das sind alles Erkenntnisprozesse, die man auf seinem Entwicklungsweg beobachten kann und das auch für sich erarbeiten kann, um es mal so auszudrücken. Ich fände es viel zu schade, mich jetzt darauf zu konditionieren, nicht mehr zu essen und nicht mehr zu trinken, weil dafür ist unser Planet einfach viel zu schön. Mutter Erde hat viel zu viele, nicht zu viele, viele schöne Pflanzen sprießen lassen, als die wir zu uns nehmen können und die uns gut tun, als dass ich darauf verzichten möchte. Ne? Und wenn man einmal richtig hochqualitatives Wasser getrunken hat, dann weiß man, dass das Wasser, was wir trinken könnten, und das Wasser, was wir zum Großteil trinken, dass da Welten zwischenliegen. Und ich sage bewusst Welten. Ne? Ja, da kommen wir wieder auf das Thema Wasser als Energiespeicher Ja. zurück und das Wasser, was wir in unseren Leitungen haben, natürlich mit den ganzen Hormonrückständen, aber auch den Medikamenten und Parasiten und weiß der Teufel, was da drin so rumfleucht, dass das nicht wirklich heilsam sein kann. Aber wenn man Medium als das akzeptiert, was es ist, also ein ganz großes Speichermedium, ein Träger, und wir sehen, dass wir auch zu, manche sagen 70, manche 80% aus Wasser bestehen, und wir Frequenzen auch aufnehmen und diese natürlich mit diesem Wasser in Resonanz gehen, dann hat man auch wieder eine Erklärung, warum die ganzen Frequenzen nicht nur auf das Gehirn einwirken, auf die Bewusstseinszustände, sondern auch eine Wechselwirkung mit dem Körper haben. Und dass dann teilweise solche Heilphänomene erklärbar sind, denn ja, der Körper sich selbst wieder regulieren kann, so diese Zellstruktur des hexagonalen Wassers wieder aufbauen kann, und alles wieder bioverfügbar ist und der Körper wieder in seinen Ursprung zurückfindet. Ja, wenn das Wasser zellverfügbar ist, dann kommt es ja auch wirklich in die Zelle rein. Wenn du jetzt aber, ich sag mal jetzt, handelsübliches Mineralwasser trinkst, da sind schon so viele Mineralien drin, an die der Körper überhaupt nicht drankommt, weil es gar nicht kolloidal ist, die er auch nur wieder über die Nieren ausspült,
dass man sich sagt, warum trinken wir überhaupt noch Mineralwasser? Warum konzentrieren wir uns nicht darauf, dass wir nur noch zellverfügbares Wasser trinken? Ja? Also das ist, glaube ich, ein Umdenken in der Bevölkerung. Und wenn der Schritt irgendwann mal kommt, dann ist das eine Bewegung, eine Welle, die läuft. Ja? Die hält dann auch keiner mehr auf, weil da sind wir ja schon wieder im Bereich der kritischen Masse und so. Das ist dann auch nicht mehr aufzuhalten. Aber das sind alles, glaube ich, Schritte, die wir in der Zukunft mit der Menschheit machen werden, weil diese Bewusstwerdung, und das ist ja dieser Transformationsprozess, durch den wir gerade gehen, ja, dass viele, viele Erkenntnisse gewinnen können, die uns als Menschen weiterbringen. Und wenn wir das austauschen in diesen Gemeinschaften, ob jetzt als Neobeats, bei Neobeats oder in der Engelsburg-Gemeinschaft oder wo immer wir diese Gemeinschaften auch haben, in dem Moment, wo mehrere Leute sich zusammentun, mit einem Ziel, mit einem gemeinsamen Ziel potenzieren sich die Energien. Ja, bei 3 Leuten ist es hoch 2, bei 4 Leuten ist es hoch 3. Mhm. Und wenn du guckst, wie viele Leute da in einer Gemeinschaft sind, kann da ganz, ganz viel Energie kommen und die kommt allen zugute in dem Moment. Ne? Ja. Und da sind wir wieder bei Frequenzen und Energien. Alles ist Frequenz. Richtig. Ich würde da gerne jetzt drauf antworten, aber das ist eigentlich das perfekte Schlusswort und ja. Alles, was ich ausdrücken wollen würde. Also 100% genau. Mhm. Und wie du sagst, aus 2 wird 4. Und ja. Wenn man dann erstmal diese kritische Masse erreicht hat, manche sagen ja, 1% der Gesellschaft muss erreicht werden, um einen Wandel über Zeit bewirken zu können. Und egal, ob die jetzt bei mir sind, bei dir, bei Person XY, wir gehören ja alle sowieso zusammen. Ja. Und wir merken einfach, dass sich da was aufbaut, dass wir aus allen Wegen sozusagen merken, dass sich Menschen neu verbinden möchten und dass diese ganzen Verbände, die man auch früher hatte, Vereine und wie auch immer, dass das neu überdacht wird und dass sich Menschen zusammenfinden, was davor in diesem Spalte- und Herrschprinzip nicht immer der Fall war. Ja. So, aber Menschen hinterfragen das Ganze, hinterfragen diese Trends und finden wieder zu sich und was gibt Schöneres? Genau, das ist es. Und da sind wir bei diesen Vereinen, diesen Gruppen. Ich finde es so schade, dass man dann immer in unserer jetzigen aktuellen Gesellschaft sofort immer einen Verein gründen muss und dann müssen dann es diese bürokratischen Vorgaben gibt. Das muss so und so viel und muss so und so viel hier und muss ein Schriftführer und ich denke mir, warum kann man das nicht locker machen? Warum kann man sich nicht gemeinschaftlich zusammenfinden und ist einfach nur eine Gemeinschaft ohne eingetragener Verein? Ja? Ja. Wieso wollen wir da unbedingt immer irgendwelche Gelder abschröpfen, schröpfen, sage ich jetzt ganz bewusst so, anstatt es einfach fließen zu lassen und dann zu sehen, was automatisch kommt. Ne? Und ich finde es so schön, wenn sich Menschen zusammenfinden und dann gemeinsam einen Schritt, gemeinsam einen Teil ihres Weges gemeinsam gehen und sich dabei unterstützen und alle davon Erkenntnisse gewinnen können. Ne? Ja, ja, so ist es. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Marvin, du hast bei deinen Neobeats, gibt es die Möglichkeit, einwöchigen Probezeit. Genau. Korrekt. Wo man das mal einfach so antesten kann. Beschreib das doch mal kurz, damit unsere Zuschauer auch da wissen, welche Möglichkeiten sie haben über Neobeats. Also grundsätzlich auf der Webseite neobeats.de findet man die ganzen Informationen auch zu den Hintergründen. Und da wiederum gibt es die Unterseite neobeats.de/jetzt-testen. Darüber kann man dann Zugriff auf die Mitgliedschaft bekommen. Mhm. Wir haben uns für dieses Modell entschieden, weil dann natürlich jeder selbst erstmal erfahren kann, ist es denn was für mich? Mhm. Kann ich damit arbeiten? Parallel geben wir dann auch einige Anleitungen heraus. Ich schreibe nochmal ein paar persönliche Zeilen dazu, aber man hat Zugriff auf die mittlerweile, ich glaube, 100, 150 Sessions, die schon da sind. Mhm. So, und in diesen 7 Tagen, hoffentlich, hat man dann gute Erfahrungen, kann dann aber unverbindlich auch wieder austreten. Das ist gar kein Problem. Wer dabei bleiben möchte, ist dann in der Mitgliedschaft mit dabei. Das kann man sich dann vorstellen wie Spotify für Persönlichkeitsentwicklung letztendlich. Mhm. Da haben wir dann also wöchentlich neue Releases, neue Veröffentlichungen, neue Kategorien, versuchen da in alle Bereiche reinzugehen, auch wirklich dieses Dogma zu brechen, nur Frequenzen von 0 bis 40 Hertz zu haben, sondern auch darüber hinaus. Ja. Ja, und da kann man seine ersten Berührungspunkte gerne sammeln und dann tiefer eintauchen. Punkt. Ja, ich bin ja dabei, noch tiefer einzutauchen. Mhm. Ich bin ja schon seit einem Dreivierteljahr bin ich mit binauralen Beats unterwegs. Und ich finde, das ist ein kontinuierliches Abenteuer, weil es immer wieder weiterführt. Ich bleibe ja nicht an einer Sache stehen, höre jetzt nur 2 bestimmte binaurale Beats, sondern jetzt bei dir habe ich ja die Möglichkeit, enorm zu variieren und hineinzuspüren, was ist heute gut.
Will ich heute meine Hirnhälften synchronisieren? Will ich heute in den Alpha-Zustand kommen? Ich habe auch schon gehört, dieses Nordische. Ich komme jetzt nicht auf den Titel dieses Stückes. Ja. Ach, du meinst, jetzt fehlt mir auch der Name. Wir beide wissen, was wir meinen. Auf jeden Fall geht es. Emosync-Technologie meinst genau, du? Genau, geht es dabei um das Nordische, was ja eigentlich unsere Wurzeln sind. Wir sind ja die nordischen Völker. Ja. Und das sind so Sachen, die ich unwahrscheinlich gerne abends hier am Laptop sitze, Kopfhörer aufhabe, teilweise noch arbeite und trotzdem dabei diese Beats höre. Und ich finde das sehr, sehr angenehm und ich finde das eine enorme Bereicherung für mein Leben. Und deshalb war es mir so wichtig und ich finde es so schön, dass ich dadurch mit dir ins Gespräch gekommen bin und wir unseren Zuschauern das nochmal weitergeben können. Weil es ist nicht teuer, es ist für jeden erschwinglich und es bringt im Leben enorm weiter. Und warum soll man auf so eine einfache und leichte Möglichkeit verzichten, wenn man sie nutzen kann? Ja, und es ist ja nichts, da sind wir wieder bei dem Punkt mit dem Baden. Wir haben schon früher die Frequenzen genutzt mit intensiver gehenden Texten, um unsere Bewusstsein zu entwickeln. So, und heute können wir es mit unterschiedlichen Frequenzen machen. Ich will jetzt nicht sagen besser, aber zumindest feiner, genauer einzustellen, ja, wo wir uns weiterentwickeln wollen, wo wir uns auch weiter entfalten wollen. Das gehört ja auch irgendwann dazu. Irgendwann sind wir entwickelt. Und wenn wir entwickelt sind, dann können wir uns entfalten. Ja, ja genau. Ja, schön gesagt. Besser könnte ich es nicht sagen. Aber freut mich, dass du da positive Erfahrungen hast, die auch mit mir teilst und hier mit den Zuschauern. Ja, also wir sind da total offen. Wir bekommen enorm viel Feedback aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die man sich teilweise gar nicht vorstellen kann. Wie schon erwähnt, aus Mexiko, Spanien und den ganzen teilweise südländischen Ländern merkt man das ziemlich extrem, dass da teilweise auch, ich will jetzt nicht sagen, übernatürliche Dinge möglich sind, aber es grenzt schon daran, gehört ja letztendlich zu unseren Funktionen, die wir früher hatten. Aber ja, man kann auch locker und einfach einsteigen und schauen, was passiert. Und wir sind natürlich immer erreichbar, auch bei Rückfragen zur Anwendung und solchen Geschichten. Also das sollte da nicht im Weg stehen. Mhm. Ja, finde ich persönlich sehr, sehr schön und daher bin ich auch im Moment so glücklich, bei dir da jetzt mit dabei sein zu können und da wirklich auf diese ganzen Beats auch zugreifen zu können, weil ich finde die Abwechslung finde ich halt sehr, sehr schön. Früher hatte ich nur bestimmte Themenbereiche, Beats und da war nur entweder das oder nichts und jetzt habe ich die Möglichkeit zu variieren. Wie ich schon beschrieben habe, ob ich den Alpha-Zustand möchte oder Gehirnwellensynchronisation. Das ist, finde ich, gibt noch eine viel größere Flexibilität in meinem eigenen Fortkommen, in meiner eigenen Anwendung, um es mal so zu sagen. Jeden Tag das Passende, was gerade ist. Sicherlich ist es gut, wenn man einen bestimmten Punkt erstmal eine gewisse Zeit lang durchzieht. Ne? So wie du das auch schön auf den Seiten geschrieben hast. Erstmal Woche oder Monat immer jeden Tag diesen einen Beat hören, dass ich da das entsprechende Areal auch wirklich entwickeln kann. Genau. Und dann hat man aber auch die Möglichkeit, jederzeit umzusteigen auf einen anderen Bereich, um dann wirklich zu sagen, jetzt nehme ich den Teil des Gehirns, jetzt nehme ich den Teil des Bewusstseins und dann kommt das und dann kommt das. Und so arbeitet man sich Stück für Stück nach vorne und kommt dann irgendwann an den Punkt, wo man hin möchte. Genau, also wir haben totale Einsteiger-Sessions, wir haben aber auch sehr, sehr komplexe Sessions, wo dann teilweise nicht einfach ein binauraler Beat durchläuft, wie man das meistens von YouTube kennt, sondern du hast dann teilweise 7, 8 Spuren, die unterschiedliche Frequenzen haben und miteinander harmonieren und dich dann zum Beispiel bei 10 Hertz abholen, dich dann tief führen, dann wieder hochführen. Mhm. Unterschiedliche Dinge, würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Ja, ich habe mir beim Anfang auch 3-mal überlegt, ob ich eine Mitgliedschaft machen möchte. Ja. Der eine oder andere kennt vielleicht noch das Jamba-Spar-Abo. und mit solchen Hintergründen, es war nicht eine einfache Entscheidung, aber ich habe dann einfach gemerkt, über eine Mitgliedschaft kann man wirklich kontinuierlich Woche für Woche Mehrwert liefern und das hat dann zum Glück auch durchgeschlagen und das merkt man auch. Also es, ja, das, was uns die Leute zurückgeben, dass sie wirklich für jeden Tag, für jede Situation auf einmal einen Anker haben, um damit zu arbeiten. Und was ich so wichtig finde und das, was ich nochmal ansprechen möchte, jederzeit die Möglichkeit zu kündigen. Nicht irgendwelche Knebelverträge, jetzt muss ich so und so viele Monate oder so und so viele Jahre da drin bleiben, sondern dass man wirklich von einem auf den anderen Monat kündigen kann und dann auch wieder raus ist, wenn man sagt, ist doch nichts für mich. Ne? Ja.
Das wäre für mich ein ganz, 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 ganz wichtiger Aspekt, weil dadurch bin ich einfach noch flexibler. Ich bin jetzt nicht derjenige, der ständig da hier und mal da, sondern wenn ich einen Weg gehe, dann gehe ich ihn auch konsequent und dann bin ich auch wirklich diszipliniert, sodass ich das auch wirklich durchziehe, weil alles andere wäre ja unsinnig, ne? Und Genau. daher finde ich das so schön, dass man dann einfach diesen Weg geht. Und ich glaube, es wird auch bei vielen anderen einfach Teil des Lebens sein, dass man sich hinsetzt oder hinlegt und die binauralen Beats, also diese Klänge oder die Frequenzen, ja, die Neobeats, ich nenne es jetzt mal einfach so, diese Neobeats Teil seines Lebens werden zu lassen. Einfach zur Entspannung, zur Entwicklung, zur Bewusstwerdung oder was auch immer. Ich habe ja immer wieder Kommentare in meinen Videos. Ja, was ist denn jetzt? Zurücklehnen und Popcorn essen? Nein. Arbeitet an eurem Bewusstsein. Lernt, wer ihr wirklich seid. Erkennt euch selbst. Und dann werdet ihr merken, wer ihr wirklich seid. Um es mal so auszudrücken. Ja, stell dir vor, du gehst in dich und du kennst dein wahres, unverfälschtes Selbst. Ja. Und dann fang an, das zu leben. Dann entsteht Glück, was ja von innen herauskommt. Und das ist das Einzige, was ich allen meinen Zuschauern immer wieder mitgeben möchte. Arbeitet an eurem Bewusstsein, es macht euch freier, es gibt euch mehr Lebensqualität. Und gerade jetzt, in dieser Zeit des Wandels, ja, wir sind mitten im Sturm, um es mal so auszudrücken, es wird nichts mehr so, wie es mal früher war. Und das ist absolut positiv gemeint. Ja? Alles, worüber wir uns Jahrzehnte mokiert haben und wie schlecht das doch alles ist, das wird alles weg, das kommt alles weg, das brauchen wir nicht mehr. Ja, und das ist das Schöne, jetzt ist es aussortiert, das eine kommt weg, das neue kommt hinzu und es liegt an uns, was wir daraus machen. Genau, und die Energie, die ist sowieso da und die können wir direkt mitnehmen und für unsere eigene Ich-Werdung und Selbstwerdung verwenden. Die Anwendungsbereiche sind ja sehr, sehr breit gefächert. Wie du schon sagst, ein bisschen entspannen geht natürlich, ein bisschen produktiver sein, aber du kannst auch in die tiefen Bewusstseinszustände gehen, du kannst deinen Schlaf optimieren. Du kannst die Delta-Frequenzen aufbauen, dadurch deinen Körper dann in gewissem Maße regenerieren lassen. Du kannst die Emo-Sync-Technologie nutzen. Die wird also in der Selbstanwendung vor allem im emotionalen Bereich genutzt, um ja, Trigger zu entfernen, aber auch Süchte, Gewohnheiten umzumodellieren. Was haben wir noch? Wir haben verschiedene andere Mind-Mastery-Sessions. Also das sind Affirmationen, die durch eine bestimmte Frequenz an dem kritischen Verstand vorbeigehen und sozusagen tiefer im Unterbewusstsein diese Veränderungen bewirken können und forschen momentan noch an weiteren Themenkategorien, die bald veröffentlicht werden, wo wir dann zum Beispiel auch ja, altertümliche Technologien nutzen oder ja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, also bleibt spannend. Wollte ich gerade sagen, so haben wir immer noch was, wo man sich auf die Zukunft, auf Neuheiten freuen kann. Ja, Genau. weil das finde ich schon spannend, weil es sind ja alles Entwicklungsschritte. Ne? Wir entwickeln uns ja immer weiter, es kommt immer wieder Neues dazu. Und ich finde es auch schön, wenn Altes, was nicht wirklich gebracht hat, wegfällt. Ja, was sollen wir mit dem alten Kram, warum sollen wir den mit uns schleppen, wenn er uns nie weitergeholfen hat? Also zurücklassen und aufs Neue konzentrieren, auf die wirklichen Lösungen. Und ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren einige ganz, ganz große Fortschritte als Menschheit machen und auch als einzelner Mensch. Ne? Ja, wir dürfen gespannt sein. Du, das ist das größte Abenteuer unserer Menschheitsgeschichte seit mindestens 26.000 Jahren. Um Gut das mal gesagt, so direkt zu ja. sagen, ne? Ja. Ja, auf jeden Ja, Fall. das machen sich die wenigsten haben das überhaupt alle sehen, oh, Maulkorb tragen und was nicht alles und runtergefahren. Aber den Schritt weiter zu gehen, erhebt euch und betrachtet das Ganze. Und dann seht ihr mal, was gerade auf dem Planeten alles passiert. Ja, ich habe das schon mal in der Sendung gemacht, dass ich mal, das war noch nicht mal wirklich alles, dass ich wirklich nur ein paar Sachen rausgegriffen habe mit den Truppen, die in Deutschland sind, die Befreier, ja, und was in den USA passiert, was in den anderen Ländern passiert. Das englische Königshaus wurde abgesetzt. Es passiert so viel, es ist in 4 Monaten mehr passiert als in 40 Jahren. Ja, und das ist aus meiner Sicht das untrügliche Zeichen, dass wir jetzt in diesem großen Wandel sind. Und wer unbedingt im Trübsal versinken will, das ist ein freier Wille, dann soll er es machen. Ist nicht meine Aufgabe, ich kann nicht jeden retten, jeder kann sich nur selbst retten. Ja. Aber ich kann denen Möglichkeiten geben oder wir können ihnen Möglichkeiten geben, wie sie an ihrer eigenen Rettung arbeiten können und wie sie dadurch enorme Fortschritte haben, ja, in ihrem Selbst. Ja, das, was sie ausmacht, ihr Wesen, ihr Geist. Ne? Ja. Genau, wir können nur die Impulse geben. Wir Ja. sind die Impulsgeber sozusagen aus dem Äußeren und gegebenenfalls trifft es auf Resonanz im Inneren.
wenn da was da ist, dann bewegt sich was. Ja. Ansonsten kann dieser Impuls natürlich auch immer von selbst entstehen. Vielleicht kommen unsere Worte irgendwo im Unterbewusstsein momentan an, tragen dann ihre Früchte in einigen Wochen, Monaten oder Jahren, aber die Samen sind gesetzt. Genau. Man sagt so schön, ein Mensch kann 6000 andere Menschen anstoßen, nur über das morphische Feld. Ja, also noch nicht mal so, wie ich das mit meiner Sendung mache, sondern nur über das morphische Feld, also unterbewusst. Und wenn dann der Schneeball-Effekt, wenn die Lawine einmal läuft, dann ist sie nicht mehr aufzuhalten. Ne? Ja. Und ich glaube, das erleben wir in den nächsten Wochen und Monaten. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, aber ich habe die Zeit. Lass laufen. Wichtig ist nur, dass die anderen Mitmenschen wach werden und erkennen, was gelaufen ist und welche Möglichkeiten, welche Potenziale wir in der Zukunft haben. Ja? Und ich glaube, wir können beide noch nicht wirklich abschätzen, was da auf uns zukommt. Ja? Weil es gibt so viele Antis. Ich habe das schon mal gebracht mit den Tesla-Türmen. Dann habe ich wieder, ja, das in der Uni Dortmund ist gar kein Tesla-Turm. Und dann wurde das wieder alles so schlecht geredet. Und ich denke mir nur, warum redet ihr es schlecht? Lasst es doch einfach mal fließen. Guck doch mal, was da ist. Guck doch mal, was da kommt. Ja. Dass diese Technologien kommen, das ist so sicher, wie das Amen in der Kirche, um es mal so auszudrücken. Ja. Aber es dauert halt. Wir kriegen es nicht auf den Schnipp. Es dauert seine Zeit, bis sich das entwickelt. Aber ich glaube, wir werden in 10 Jahren in einem völlig anderen Land leben, als wir es jetzt machen. Ja, wie du sagst, der Butterfly-Effekt, der dauert manchmal ein wenig, ja. Aber kleine, ganz kleine Dinge können Großes bewirken. Ja. Und dann schauen wir zu natürlich. Wir sind da ja ganz vorne mit dabei. Ich schaue ja auch deine Videos, deine Nachrichten. Wer sich da täglich den Input holt, der hat da ja nach einigen Videos so ein bisschen den Dreh raus, würde ich fast schon sagen. Und dann, ja, darf man sich, glaube ich, freuen. Ja. Ja. Ja, das ist unsere große Chance jetzt als Menschheit, aus dieser Zeit wirklich etwas zu machen, etwas umzusetzen, etwas zu transformieren, etwas zu ändern. Ja. Wie es so schön bei Q immer heißt, von der Dunkelheit ans Licht. Ja. Wir verändern jetzt einfach und lassen das Schlechte hinter uns und holen das Gute in die Zukunft, nehmen das Gute mit. Da gab es einen schönen Spruch, Tradition ist nicht das Vererben der Asche, sondern das Weitergeben des Feuers. Und das ist das, was ich so immer möchte. Wir gehen nicht zurück ins Mittelalter, sondern wir gehen in die Zukunft. Das Gute nehmen wir mit oder das Lichte nehmen wir mit und werden dadurch noch viel mehr Lichteres dazu gewinnen. Ne? Ja. Ja, absolut. Marvin, wir laden natürlich, ich sage das jetzt mal, wir laden alle Zuschauer recht herzlich ein, bei dir mal diese Probezeit, diese Woche mal durchzumachen, mal mitzumachen, mal diese Erfahrung mit den binauralen Beats zu erleben, wie schön das ist, wie angenehm das ist, weil man kann viel erzählen, wenn man es nicht selber mal erlebt hat, mit Kopfhörern auf, wie diese Frequenzen wirken, kann man sich davon kein Bild machen. Genau, sehr gerne, also immer gerne und wer mich dann kontaktieren möchte oder Input braucht von mir, ich bin auch erreichbar, es gibt die E-Mail-Adresse support@neobeats.de und da sind ich und mein Team immer verfügbar und ja, wir freuen uns auf neue Gesichter, auf neue Entdeckungen, neues Feedback, wir verändern uns ja mit, wie du gerade schon gesagt hast, das ist ein Prozess, der von beiden Seiten stattfindet und sind da offen für. Ja, das finde ich sehr, sehr schön. Marvin, wir werden uns sehr wahrscheinlich in der Zukunft nochmal in einem Gespräch mit einem anderen Thema auseinandersetzen, mit einem anderen Thema befassen, nicht auseinandersetzen, zusammensetzen, ist viel besser als auseinandersetzen. Ja. aber dazu werde ich dann in irgendeiner der nächsten Sendungen nochmal darauf genauer eingehen, weil noch ist die Zeit dafür nicht. Diesmal waren wir bei Frequenzen und Beats. Ich möchte mich sehr für das Gespräch bedanken. Ebenso. Und ich freue mich schon darauf, wenn es in der Zukunft weitergeht, muss man so auszusagen, mit allen möglichen Techniken und Thematiken und wenn wir unser nächstes Gespräch führen, was aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht 2, 3 oder 4 Wochen kommen wird. Genau, schauen wir mal. Wie gesagt, es bleibt spannend und da kommt einiges. Genau. Ja, liebe Zuschauer, dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit, dass ihr dem Gespräch beigewohnt habt und dir nochmal recht herzlichen Dank für die Zeit, die du uns geschenkt hast, die Informationen, die du uns weitergegeben hast. Und hast du noch ein Schlusswort? Möchtest du noch etwas unseren Zuschauern sagen?
Ich kann mich nur bedanken, auch an dich nochmal, hier die Präsenz haben zu dürfen. Ich glaube, momentan ist eine wirklich spannende Zeit, auch eine Zeit, um in sich zu gehen, zu reflektieren, zu hinterfragen, ob man diesen Routinen weiterhin beiwohnen möchte. Denn ich weiß nicht, bei mir persönlich ändert sich momentan auch sehr viel im Alltag, im Kleinen, wie schon gesagt. Ja. Und wenn man versteht, dass die 95% des Unterbewusstseins das sind, dieser Kern, an den wir ran müssen, hat man, glaube ich, eine deutlich größere Hebelwirkung. Von daher, das ist mein Appell und meine Vision, dass man diese 95% weiterhin effektiv und immer effektiver nutzen kann.